Jahre 2017 ist die Weltwirtschaft zusammengebrochen. Nahrungsmittel, Rohstoffe und Öl sind knapp. Ein Polizeistaat, aufgeteilt in militärische Zonen, beherrscht das Land mit eiserner Hand. Das Fernsehen ist vom Staat kontrolliert und eine sadistische Unterhaltungsshow mit dem Namen Running Man ist zum populärsten Programm geworden. Kunst, Musik und Kommunikation werden zensiert. Keine Abweichung wird toleriert. Und doch, eine kleine Widerstandsgruppe hat es fertiggebracht, im Untergrund zu überleben. Wie ist Ihre Position? 020, Flughöhe 15. Wir befinden uns über dem Zielgebiet. Echo Bravo 1. Gehen Sie runter und schauen Sie nach. Verstanden. Wir gehen runter. Der Aufstand der Hungernden Ungeimpften. Es sind ungefähr 1500 Zivilisten. Sie sind unbewaffnet. Führen Sie Plan Alpha aus. Eliminieren Sie alles, was sich bewegt. Ich sagte, die Menge ist unbewaffnet. Es sind Frauen und Kinder da unten. Alles, was die wollen, ist etwas zu essen. Hören Sie zu, Richards. Sie führen jetzt Plan Alpha aus. Alle Aufständischen müssen eliminiert werden. Zum Teufel mit euch. Ich ballere nicht auf hilflose Menschen. Wir brechen das Unternehmen ab. Wir fliegen zur Basis zurück. Lieutenant Saunders, hören Sie uns. Ich höre Sie. Übernehmen Sie das Kommando, nehmen Sie Richards fest und führen Sie den Befehl aus. Richards, was zum Teufel machst du? Du bringst uns alle um! Unterschreiben Sie. Hey. Hier, Sie können meinen Rücken benutzen. Vergiss nicht, mir eine Kopie zu schicken. Funktion starten. Die Kreislauffunktion ist okay. Alle Systeme sind in Ordnung. Mandibular gestützt. Ich beginne mit der intraphalangischen Injektion. Deltoid-IM-Injektion. Prozedur beendet. Das wird ihn ruhig stellen. Er ist bedient. Setzt ihn matt, bis die Show beginnt. Nicht lange vorgestellt werden. Es ist Ben Richards, der Mörder von 60 Männern, Frauen und Kindern, der Initiator des Blutbades von Bakersfield. Der Hungeraufstand weitet sich aus. Es sind ungefähr 1500 Zivilisten. Wir gehen runter. Die Menge ist unbewaffnet. Wiederhole, unbewaffnet. Angriff abbrechen. Bestätigen Sie. Zum Teufel mit euch. Lieutenant Saunders, übernehmen Sie das Kommando. Nehmen Sie Richards fest. Und kehren Sie zur Basis zurück. Genki 99, bestätigen Sie. Kehren Sie zur Basis zurück. Das sind unschuldige, unbewaffnete Menschen. Brechen Sie das Feuer ab. Wir alle kennen den Ausgang der Geschichte. Verzweifelte Eltern, verwaiste Kinder und eine Nation bis ins tiefste Innere erschüttert. Hier ist er, bereit, den Preis für seine Gräueltat zu bezahlen. Ich präsentiere den Schlächter von Bakersfield.
Ben Richards hätte ins Gefängnis gehen können, aber stattdessen meldete er sich freiwillig. Ladies und Gentlemen, auf die Plätze. Bist du bereit? Killian, ich komme wieder. Nur auf Videokassette. Es ist Showtime. Hallo, Walkie-Talkie. Einer von uns sitzt tief in der Scheiße. Stan, sprich du doch mal mit Mr. Richards. Ich höre. Da muss ich erst etwas Anabolika einwerfen. Du schaust sehr streng, Ben. Glaub mir, du hast auch das Recht dazu, aber darf ich dir bitte etwas erklären? Das hier ist Fernsehen und das ist halt so. Das hat nichts mit Menschen zu tun, nur mit Zuschauerquoten. Seit 50 Jahren sagen wir ihnen, was sie essen, was sie trinken und was sie anziehen sollen. Ja, um Gottes Willen, verstehst du denn das nicht? Amerikaner lieben das Fernsehen. Sie ziehen ihre Kinder damit groß. Hör zu, die lieben Spielsendungen, die lieben Catcher, die lieben Sport und Gewalt. Und was machen wir? Wir geben ihnen, was sie wollen. Wir sind die Nummer eins, Ben. Das ist alles, was zählt. Glaube mir, dieses Geschäft mache ich seit 30 Jahren. Nun, ich bin nicht so lange im Showbusiness wie du, Killian. Aber ich lerne sehr schnell. Und jetzt gebe ich den Zuschauern das, was ich glaube, was sie wollen. Du Bastard! Verrecken sollst du! Keine Sonderwünsche. Bist du bereit?